Lindenthaler Flair 2016. Und das nun schon zum 22. Mal. Musik und Action auf zwei großen Bühnen. Auf der Dürener Straße auf einer Länge von 1,5 Kilometer präsentierten sich 120 Geschäfte und Firmen. Organisator Willem von der Garten betonte die hohe Qualität des Angebotes. Und das überzeugte wohl auch die Besucher, denn immerhin wurden 200.000 Beine gesichtet, die die vielen Attraktionen emsig erwanderten. Das Thema Auto in all seinen Schattierungen war hier in Lindenthal auch sehr präsent. Vielleicht gehört es ja zum besonderen Flair dieses Stadtteils. Tja, und mein Traumauto fuhr mir dann doch glatt vor der Nase weg. Aber das konnte die Stimmung natürlich nicht trüben, denn überall wurde gefeiert und die schönen Momente mit einem leckeren Kölsch veredelt. Selten war der Begriff Partymeile treffender als bei diesem Fest. Auch in diesem Jahr war wieder die beliebte Band Klüngelköpp das Highlight hier auf der Dürener Straße. Der